Eine Reise führte mich durch das schöne Schwabenländle, dann nach Franken. Es geht über den Rennsteig nach Sachsen, dann Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, über die Ostsee nach Dänemark und die Reise endet in Schleswig-Holstein in Hamburg. Die Schenken von Limburg hatten im Kaiserreich im 14. 15. Jahrhundert ein hohes Ehrenamt. Sie durften dem Kaiser den Becher nachschenken, wenn der ihn ausgesöffelt hatte. Ansonsten hatten sie keinen großen Grundbesitz und waren arme Schlucker. Das Schloss wurde zwischen 1711 und 1718 erbaut. Ludwig Franz von Schönborn, Kurfürst von Mainz und Erzbischof von Bamberg, ließ sich für seine Stimme zur Kaiserwahl Kaiser Karls VI. So viel bezahlen, dass er 2/3 des wunderschönen Schlosses bauen konnte. Wallfahrer ziehen durch das Tal mit fliegenden Stand. Der
Bamberger Reiter ist die älteste Steinplastik eines Reiters aus dem Mittelalter, um 1230. Seither steht sie hier. Wie gerne wär ich mit Gewalt, ihr Pfarrer wollt mich nicht haben, so muss ich seitwärts durch den Wald, als heute Schäflein graben. Valerie, Valera, Valerie, Valera, als heute Schäflein graben. Ein Siedemann ist nicht zu Haus, die Wald ist Zeit zu mähen. Ich seh ihn an der Heiden Haus bei einer Schmitten stehen. Verfahrer, Schüler, Stoßgebet heißt Herr, gib uns zu trinken. Doch wer bei schöner Schmitten steht, dem mag man lange winken. Valerie, Valera, Valerie, Valera, dem mag man lange winken. Hier wollte ich nicht die Straße hoch, also bin ich den Radweg rechts abgefahren, weil da ging es dann weiter und das war aber keine gute Idee. Nachher musste ich schieben, 16% ging es bergauf. Sei immer gut, doch niemals gütig, sonst werden die Typen übermütig. Hier werden sie freundlich ab 6 Uhr morgens bedient, Klammer auf, meistens, Klammer zu. Als ich so patschnass ankam, sagte der Herbergsvater zu mir: Kommen Sie erst mal rein und trinken Sie einen Kaffee. Ein stilles Schloss im letzten Abendrot. Das Schilf am Graben neigt und wiegt sich leise. Das schwarze Wasser schläft so breit und tot. Nur hier und da ziehen leise Wellenkreise. Am Palas klettert sacht der Efeu auf. Die Weiden leis im Abendwinde schauern. Ein letzter Schein umglüht des Münsterturms Knauf und weiches Träumen schmiegt sich um die Mauern. Vom Baron Boris von Münchhausen. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir.
was glitzert im Walde im Sonnenschein? Hörst näher und näher brausen. Es zieht sie runter in düsteren Reihen und gellende Hörner erschallen darein, erfüllen die Seele mit Brausen. Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt, das ist Luxus, wie vergehende Jagd. Das ist Luxus, wie vergehende Jagd. Was sieht dort rasch durch den finsteren Wald und streifet von Bergen zu Bergen? Es legt sich im nächtlichen Hinterhalt, das Hurra jaucht, die Büchse knallt, es fallen die fränkischen Bergen. Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt, das ist Luxus, wildvergehende Jagd. Das ist Luxus, wildvergehende Jagd. Wo die Riemen dort glühen, dort brach der Rhein, der wütrig geborgen sich meinte. Danach ist schnell wie Gewitterschein und wirft sich mit rüstigen Armen hinein. An der drei Tage dauernden Völkerschlacht in Leipzig fielen 22.000 Russen, 16.000 Preußen, 12.000 Österreicher und 300 Schweden. Die laute Schlacht, was schlagen die Schwerter zusammen? Hochherzige Reiter schlagen die Schlacht, der Funke der Freiheit ist glühender Bach und tunkelt den mutigen Flammen. Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt, das ist Luxus, wildvergehende Jagd. Das ist Luxus, wildvergehende Jagd. Wer scheidet dort röcheln von Sonnenlicht unter Winseln der Feinde gebellt? Thank you.
Musik.